und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Meine Stimme ist heute etwas basslastig, aber ich denke, das ist okay. Ich wollte trotzdem dieses Filmchen für euch machen, weil ich bin jetzt so oft angeschrieben worden bezüglich des Pasta-Makers, weil ich gesagt habe, einmal im Monat bringe ich ja ein Video raus, was den Pasta-Maker angeht. Und das hat sich alles so ein bisschen verschoben, aber heute bringe ich etwas raus, womit viele beim Pasta-Maker ein Problem haben. Und ich denke, ich habe heute ein gelingsicheres Rezept für euch. Und zwar geht es dabei um Motivnudeln. Und bald steht ja Weihnachten an, da möchte man vielleicht Engelchen oder Weihnachtsmänner oder sowas für die Kinder als Nudeln auf den Tisch bringen. Ja, und deswegen mache ich mit euch heute Motivnudeln und ich zeige euch mal, wie wir sie machen und was wir dafür brauchen. Falls ihr ganz frisch seid, was den Pasta-Maker angeht, geht mal bitte in meine Playliste für den Pasta-Maker auf meinem Kanal, weil dort erkläre ich, wie baut man ihn richtig zusammen, auseinander, Reinigung und so weiter. Heute habe ich ein kleines Problem mit dem Pasta-Maker und zwar funktioniert meine Waage nicht richtig. Das liegt meistens daran, dass hier unten drunter die Füßchen verschmutzt sind und ich piedel mir die einfach raus, mache den sauber, setze sie wieder ein und dann funktioniert die Waage normalerweise auch wieder ganz normal und ist kein Thema. Aber ich wollte euch, wenn ihr wirklich Probleme habt mit eurer Waage und ihr wollt ihn jetzt nicht einschicken, weil ihr ihn dringend braucht, wie ihr das Ganze umgehen könnt, dieses Problem, das zeige ich euch mal. Deswegen habe ich meine Füßchen jetzt noch nicht gereinigt. Wir machen heute Motivnudeln, das ist sozusagen die Königsdisziplin und viele haben damit Probleme, weil sie sagen, die brechen mir, die krümeln weg und wenn ich sie koche, fallen sie auseinander. Und ich denke, ich habe ein richtig gutes Rezept jetzt für euch. Thema Nudeln trocknen. Ich trockne grundsätzlich nicht meine Nudeln, ich will sie ja frisch genießen, ne? Und Nudeln trocknen, dafür haben die Italiener ganz, ganz lange gebraucht, um das rauszufinden, weil die Wärme, die Umgebungswärme muss stimmen, die Luftfeuchtigkeit muss stimmen. Wenn das alles in irgendeiner Weise nicht stimmt, fangen sie an zu schimmeln. Und ich finde das so schade. Dann brauchst du Platz, weil die müssen 7 Tage trocknen. Das ist mir alles zu umständlich. Dann verschenke ich lieber andere Sachen. Aber keine Nudeln. Wie gesagt, ich esse sie gerne frisch und wenn ich den Leuten was gut tun möchte mit meinen Nudeln, dann lade ich sie zum Essen ein. Dann habe ich noch Gemeinschaft und ja, tu mir damit auch was Gutes. Also, ich setze zuerst einmal mein Teil zusammen und dann stecke ich das hier mit dieser Einkerbung hier oben drauf. Deckel aufsetzen und ich bin gefragt worden, woher ich meine Matrizen habe. Also ich habe schon einige ausprobiert und ich war sehr unzufrieden mit vielen, weil die nicht so sitzen, dass sie wirklich ja reinpassen, sondern da ist immer ein bisschen Spiel und dann drückt sich der Teig von hinten hier hinter die Abdeckung und ich finde das einfach blöd. Da kannst du keine 2 Portionen hintereinander durchlaufen lassen, weil das einfach dann zu viel Druck hier vorne gibt und ich habe Angst, es haut einem die Matrize auseinander. Und deswegen habe ich gesucht und gefunden gaumen-freuen.de, also Gaumenfreunde. Sie ist ein Frau-Unternehmen, die das angefangen hat mit einem Hobby. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber ich mag sie einfach gerne unterstützen. Und ihr könnt euch auf ihrer Webseite gerne erkundigen. Die steht unten drunter unter diesem Rezept. Dann fangen wir an mit dem, was wir brauchen. Wir brauchen 500 Gramm Weizengrieß. Hartweizengrieß. Und ich zeige euch mal ungefähr, wie fein er sein muss. Ja, also so fein soll er sein. Wenn ihr keinen Weizengrieß bekommt, der so fein ist, müsst ihr nicht das teure Semola besorgen, sondern ihr nehmt euren Thermomix,
gebt eure 500 Gramm rein, eine Minute Stufe 10 und dann habt ihr ganz feinen Weizengrieß. Also da müsst ihr nicht das teure kaufen oder so. Dann brauchen wir einen Esslöffel Olivenöl. Wir brauchen 3 Eiweiße, nicht das Eigelb, nur das Eiweiß. Und dann gießen wir das auf 190 Milliliter. Ich zeige euch jetzt mal das Problem, was ich habe. Ich schalte meinen Pastamaker ein und ich benutze ja kein Eigelb, nur Eiweiß. Deswegen benutze ich einfach nur die Einstellung ohne Ei und dann zeigt es noch 00 an, gell? Jetzt nehme ich den Deckel ab zum Einwiegen und dann sagt er mir 999. Also irgendwas stimmt mit der Waage nicht. Also was mache ich, wenn ich den jetzt trotzdem brauche? Ich wiege mir 500 Gramm Hartweizengrieß ab, gebe es einfach rein und ignoriere das ganze Spiel da oben. Jetzt setze ich den Deckel auf und er sagt immer noch 999. Da denkst du so, ich kann ja gar nicht weiterarbeiten, aber das stimmt nicht. Ich werde mir jetzt zuerst einmal meine 3 Eier trennen. Dann kommt noch ein Esslöffel Olivenöl dazu. Und dann nehme ich wirklich nur lauwarmes Wasser, also kein heißes Wasser, weil ja sonst euer Eiweiß stockt, sondern wirklich nur lauwarmes Wasser und fülle das auf 190 Milliliter. Und dann wird das Ganze kurz verquillt. Macht euch keine Sorgen, das verbindet sich so nicht ganz, aber halt ein bisschen, gell? Und jetzt wollen wir unser System überlisten. Ich nehme jetzt meine Platte, auf die ich dann gleich meine Motivnudeln drauf machen werde. Die Einstellung blinkt und jetzt geht ihr einfach hinten auf den Knopf, wo ihr Start und Pause habt. Den haltet ihr gedrückt und zwar so für 3-4 Sekunden. Und dann beginnt er automatisch zu mischen und läuft 3 Minuten durch. Und in dieser Zeit gebt ihr jetzt bitte ganz langsam, weil der Hartweizen nimmt nicht so schnell die Feuchtigkeit auf wie Mehl. Deswegen ganz langsam gebt ihr eure Eiweiß-Wassermischung dazu. Wenn ihr zu schnell gießt, läuft es euch unten an der Maschine raus. Und das ist Sauerei, das wollt ihr nicht. Und ihr seht, wie sich das hier hinten ein bisschen hochschiebt. Das ist gar kein Problem, ihr könnt den Deckel aufmachen. Und dann schiebt ihr das einfach noch mal runter. So. Deckel drauf und wieder auf Start. Dann will er anfangen auszugeben und ihr drückt auf Stopp. Schaltet die Maschine noch mal aus. Schaltet sie wieder ein. Wählt noch mal das Programm ohne Eier. Und lasst es noch mal kneten. Es muss unbedingt 2-mal geknetet werden. Er steht jetzt kurz vor der Ausgabe und ich habe ihn jetzt mal gerade abgeschaltet, damit ich die Nebengeräusche nicht habe. Nehmt jetzt bitte nicht den Originalen, weil wenn ihr abschabt, habt ihr das Problem, er ist ja leicht gerundet, der zerdrückt euch die Motive. Ja? Ihr braucht dazu etwas Scharfes. Ich habe jetzt hier diese Teigkarte auch von Gaumenfreunde, die hat sie mir mitgeschickt. Die ist hier wirklich, die Kante ist wirklich scharf, ne? Das heißt, ihr müsst ganz schnell, müsst ihr runterschaben, ganz schnell. Je schneller, desto besser, ne? Und mit Druck, damit die Motive euch nicht zusammengedrückt werden. Am Anfang, das werdet ihr jetzt sehen, am Anfang die ersten paar Zentimeter
Die schaben wir uns einfach ab. Und er arbeitet hier oben. Seht ihr die Ritze, wie sie sich ein bisschen bewegt? Das könnt ihr komplett ignorieren. Die Matrize, die wird warm. Und so, stopp. Jetzt schmeiße ich das wieder oben rein. Die Matrize, die wird warm. Und je wärmer die wird, desto weniger Arbeit hat euer Gerät hier oben. Ja? Und schaut mal, wie schön die ersten schon sind. So, ich habe die Kamera jetzt gerade mal ein bisschen weiter entfernt, damit das nicht so unscharf wird. Ihr seht also, wie toll die werden. Lasst sie nicht runterplumpsen. Und je schneller ihr runterschiebt, desto weniger werden die zusammengedrückt. Schaut mal, so kann man es sehen. Ja. Aber ihr müsst da hinterher sein. Könnt euch da nicht mal eine Verschnaufpause gönnen. Sonst habt ihr Blumenwürstchen. Ne? Aber die sind auch von der Festigkeit absolut super. Jetzt zeige ich euch noch etwas. Ihr seht also, wenn die letzten rauskommen, die kommen recht langsam raus und die sind heller. Das ist nicht schlimm, das liegt daran, weil die Maschine nicht mehr genügend Druck aufbauen kann. Und dann ist sie ja jetzt fertig, ne? Schalte ich aus und stelle aber fest, hier ist noch einiges an Teig in der Maschine. Das friemel ich mir dann immer so ein bisschen raus. Das ist das, was jetzt bei mir in der Maschine noch steckt. Ich friere mir das aber nicht ein. Manche Leute frieren das alles ein, sammeln es dann und dann irgendwann. Ne? Das ist mir alles zu umständlich. Ich pflück mir das einfach auseinander, reiße es in kleine Stückchen. Ups. Komm, du auch noch rein. Setz dann meinen Deckel wieder auf, schalte die Maschine nochmal an, wähle wieder das Programm ohne Ei, gell? Und dann hier unten unter diesem Start- und Pause-Taste gibt es ja die Ausgabetaste. Die drücke ich einfach auf 3 Minuten und presse wieder Start und lasse das einfach so lange durchlaufen, bis ich den Rest auch aufgebraucht habe. Also ich friere da nichts ein. Die Maschine soll das ruhig zu Ende machen. Und ihr seht, ne, es kommt ja raus. Also ist nichts mit Einfrieren oder so oder Reste sammeln. Aber es dauert halt ein bisschen länger. So, ich denke, das war's. Da bewegt sich nicht mehr viel. Dann kann ich sie abschalten. Und ich hole. Schaut mal. Das ist meine Ausbeute und die sehen doch toll aus. Guckt mal. So, schaut mal. Wunderbar, richtig? Nicht zerfleddert, nicht kaputt gegangen. Ein super Rezept. Macht euch einfach nach. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen und bei den ganzen Tipps und Tricks vom Pastamaker, auch wenn mal die Waage nicht funktionieren sollte. Ich lasse, wie gesagt, meine Nudeln etwas dicker, wenn ich jetzt Bolognese-Soße dazu oder eine Fleischbeilage oder sowas habe, dann will man ja ordentlich was auf der Gabel haben. Wenn ich für Suppen mache, dann mache ich die schon dünner. Aber achtet bitte aufs Motiv. Ist das Motiv sehr, sehr filigran, dann haut es euch beim Kochen oftmals auseinander, wenn sie zu dünn sind. Lasst sie lieber einen Ticken dicker, man hat dann auch ein bisschen mehr auf der Gabel oder auf dem Löffel und man hat tolle Motive. Ne? Wie gesagt, gaumenfreunde.de, die E-Mail-Adresse, sage ich E-Mail-Adresse, die Web-Adresse, die werde ich euch hier unten drunter stellen. Und ja, unterstützt sie, ich tue es auch. Ich finde es immer toll, wenn man sich aus dem Nichts heraus irgendwie was Kleines aufbaut. Und ja, da bin ich ein Fan von so jungen Unternehmen, die mit einer Person anfangen und dann wächst. Ich drücke ihr auf jeden Fall die Daumen, wünsche ihr alles Gute. Wie gesagt, das ist unbezahlte Werbung, aber ich finde es einfach toll.
So, genug geschwätzt für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Claudia. Ciao.